Ach, scheiße. Also ich kann an den Toren nicht vorbei, wenn die aktiv sind, ne? Ja, du kannst schon, wenn du ein bisschen Geld bei hast. Nee. Greifen mich ja schon so an. Mist. Das hat jetzt schon mal eine Goldmünze gekostet, um wegzukommen. Das Problem ist, ich muss ja nicht nur an einem Tor vorbei, ich muss an drei Toren vorbei. Aber die müssen nicht alle aktiv sein. Ach so. Ja, gut. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil so viel Geld habe ich jetzt auch nicht dabei. Da muss man einfach jetzt mal hoffen, dass dann irgendwann mal ein Tag wieder ist, wo alle drei aus sind. Oh shit, ey. Okay, jetzt kommt ja nochmal ein Bogenschütze angelatscht. Die zwei von dir, die du geholt hast, die sind auch angekommen? Ja. Ach, hier kommen noch mal zwei. Sehr gut. Das könnten die sogar sein. Na, immerhin hast du ja noch jemanden, der hier jagt. Also wenn es auch Ja, nur der, einer ist. ja. Oder zwei. Noch ein zweiter Und ich habe angesetzt. jetzt ein paar Rentiere hier angelockt. Und so Also ein Beutel fast voll. rechts ist halt richtig scheiße. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ja, ich habe jetzt immer in Bögen investiert. Also sind Ja. jetzt auch wieder drei Bögen zum Abholen da. Glaube Oh, ich, du hast das, was Geld. am meisten Sinn macht. Aktuell auf jeden Fall schon. Also das ist ja das einzige Geldeinnahmequelle, die wir haben. Oh, das Geld. Schnell. Gib her. Der besetzt den Turm da auch nicht, oder? Doch, jetzt. Shit. Ninja losschicken, ja, das macht alles keinen Sinn. Wir brauchen Rekruten und Jäger. Ich werde nach der Nacht einfach wieder gucken, ob die Tore dann inaktiv sind, dass ich da vorbeikomme und halt nochmal die Rekrutenhütte abfange, abfrage, ob da was ist. So, na dann bin ich mal gespannt. Okay, das Tor ist schon mal aus. Also soweit ich weiß, sind die morgens immer aus. Das heißt, es kann auf Rückweg passieren, dass sie an sind. Ja, genau. Oh, Und shit. mittags wird gewürfelt, ob sie angehen. Dann muss ich mich beeilen. So, jetzt bin ich an allen dreien vorbei. Und hier kommen die Rekrutenhütte. Und ich mache mich auf den Rückweg. Gut, mit dem Wiki habe ich mich halt noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, stimmt Naja, schon. weil. Also, einerseits gibt es ja keine Anleitung. Die wollen ja schon, dass du das durch Probieren rausfindest. Ne? Also, du ein gewisser Vorteil hast du ja dann schon, wenn du weißt, was bufft oder wie die Tore funktionieren. Ja. Aber andererseits will man natürlich so weit kommen, wie es geht.
Oh nein, das waren noch gar nicht die Bäume, die ich fällen wollte. Ah, shit. Ich schicke gerade zwei Bäume ganz weit raus. Ach, Moxie, warum? Ich laufe den Rekruten mal entgegen. Eigentlich müssten sie ja schon... Ja, scheiße, das Tor hier ist angegangen. Das heißt, die... Werden die da auch angegriffen? Ja. Ich weiß nicht, ob es auf jeden Fall ist oder ob das auch ein Zufallswert ist, keine Ahnung. Oh, scheiße! Oh, der hat seinen Bogen wieder genommen. Okay. Die waren aber jetzt schnell. Ui. Wir gehen doch mal rennt. Bauarbeiter gerettet, aber ein bisschen Geld also trotzdem ausgegeben. Ja, ah! Der eine Rekrut hat es geschafft, der andere steht gerade auf dem Boden und hat die Hände gehoben. Aber der steht kurz vor der Mauer, den kann ich dann holen dann am nächsten Tag. Ja. Also die scheinen da vorbeizukommen. Es macht aber keinen Sinn, jetzt gleich wieder hinzurennen, weil die spawnen ja eh nicht jeden Tag zwei Stück. Von daher... Guten Tag. Wie viele Bögen sind hier noch? Drei. Drei. Ne? Ja. Links habe ich jetzt ja nicht darauf geachtet, ob die angekommen sind. Ich fürchte, da muss ich mal gucken gehen. Na, einer kommt da. Ja, den. Und der zweite auch. Gerade bezahlt. Ach so, okay. Naja, gut, wenn es so halt nicht anders geht, ist halt, dauert halt lange und kostet halt mehr, aber nützt ja nichts. Hm. Ja, genau. So, was können wir mit dem Geld machen? Ja, jetzt ist Zeit für Steine. Also für den Stein, wie heißt es, Bruch oder was auch immer. Ja gut, dann müssen wir jetzt sammeln, ne? Also Geld sammeln. Für den. Wo sind denn die ganzen Bogenschützen hier schon wieder bei mir? Haben die sich jetzt alle wieder auf die Türme verkrümmelt? Ich hatte doch jetzt hier schon zwei Stück, die gejagt haben. Ja, also einen sehe ich. Oh, da ist ein zweiter. Also ich weiß nicht, wie viel Geld du hast, aber ich glaube, das reicht nicht, oder? Also ich habe jetzt... Ich guck mal. Ich glaube, ich 20 oder so. Oh, nice. Ching. Reicht. Ah ja. Müssen wir das nochmal aktivieren? Ne, das läuft jetzt schon, ne? Ja. Jetzt können wir
Türme weiter aufrüsten. Oh, die Mauern. Und Türme, beides. Ja, aber Türme nützt, also da braucht man ja Leute, die draufsetzen. Ja, ja, okay, Mauern. Dann erstmal Mauern, genau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Münzen. Ich glaube, das habe ich sogar für die nächste Mauer. Oh, wer wirft denn hier mit Geld um sich? Ich glaube, der Bauarbeiter war es. Die Sau. Ja, die verdienen auf dem Bau, verdienen die Schweinegeld. Okay, reicht nicht. Reicht nicht. Aber ich, wenn der Angriff schon vorbei ist, gucke ich jetzt mal an den Dingern wieder vorbei, ob ich noch Rekruten holen kann. Hat keiner Geld mehr, ne? Geh auch nach Rekruten gucken. Wahrscheinlich ist es schon wieder zu spät losgerannt, ne? Aber ich dachte, also ich wusste nicht, ob es schon vorbei ist. Hm. Ach Mist. Was? Jetzt habe ich auf dem Weg ein paar Bäume einen Auftrag gegeben und habe jetzt nicht mehr genug Geld für zwei Rekruten. Warum machst du das denn? Ja, weil ich nicht mitgezählt habe. Okay, hier sind zwei Rekruten. Die sind aber bei dir jetzt doch dichter dran, oder? Na, oh, das ist schon ein ganz schöner Weg. Also ich muss, wie gesagt, an drei Toren vorbei und mein Pferd ist auch nicht das schnellste. Das dauert dann immer schon eine Weile. Also ich mit dem Pferd, ich komme locker wieder zurück. Also auch bevor es Mittag ist und die Tore angehen. Aber die Rekruten sind halt das Problem. Die schaffen es gerade so. Also letztes Mal war es halt so, dass einer hat es geschafft und der andere war... Dem musste ich dann am nächsten Morgen nochmal eine Münze geben. Ich bleibe jetzt hier mal stehen und gucke, ob das Tor angeht. Ach, Kamerafokus. Dann heute mal nur Bäume weg. Aber vielleicht wäre auch, wisst ihr, was gut wäre? Nee. Portal. Oh, es geht an. Wenn man sein eigenes Portal bauen würde und dann könnte man sich nach hinten teleportieren. Oder mal gucken, ob ich genug Geld habe. Ja, wir müssen. Aber es kostet halt jedes Mal Geld, das auch zu benutzen, ne? Ja, okay. Hier wäre, glaube ich, noch ein guter Punkt zum Expandieren. So. Ja, das, die Mauer gebe ich jetzt nicht in Auftrag, das mache ich am nächsten Tag. Da gucke ich dabei nochmal zurück. Wie die noch Bögen im Auftrag sind. Stück. So, die Rekruten, wo seid ihr denn? Ja, ja, okay. Haben es beide nicht geschafft. Sind aber nicht so weit weg. Mhm. Also, ich bin dann am nächsten Tag. So, da kommen sie schon.
mache mich dann heute wieder auf den Weg zu neuen Rekruten. So. Aktuell sind noch 3 Bögen zum Abholen da. 2 kommen jetzt. 2 Rekruten, da ist auch noch einer. Ich glaube nämlich, es sind keine Jäger auf der linken Seite. Okay, ich habe die Mauer jetzt rechts in Auftrag gegeben zum Bauen. Ich glaube, dann sind wir rechts erstmal, zumindest was Verteidigung angeht, relativ gut aufgestellt. Aber ich habe nur noch 2 Goldmünzen jetzt. Jetzt müssen auch mal wirklich die Jäger anfangen, wieder zu arbeiten hier, sonst. Das hört sich auch anders an, wenn die da jetzt die bessere Mauer bauen. Mhm. Schon der zweite Rekrut, okay. Die sieht richtig edel aus, die Mauer. Mhm. Ich habe die in dem hier noch gar nicht gesehen, im Asia-Setting. Ein Jäger habe ich jetzt hier. Ein. Hast du Rekruten bekommen? Ja. Sie sind aber noch auf dem Weg. Okay, ein zweiter Jäger bewegt sich auf meine Seite. Es sind jetzt auch 3 oder 4 Jäger. Also zusammen mit den Hirschen war es jetzt ganz gut. Ich denke, da würde ich morgen mal expandieren ein bisschen. Bis zum nächsten Stein? Oder ist das zu weit? Oder erstmal hier die Mauer dick machen? Ja, ich glaube, also du schaffst es halt nicht, dass sie in einem Tag die ganz große Mauer bauen, ne? Mhm. Wo ist denn der nächste Stein? Ach, du hast ja hier, boah, ey. 4 Jäger. Ja. Ich habe da drüben einen. Da geht voll ein Geldbeutel. Ja, ich habe alles Geld für die Mauer ausgegeben auf der rechten Seite. Ich glaube, das mache ich hier auch. War das die bessere Mauer? Mhm. Da kommen die Rekruten, ey. Sie haben es gerade so geschafft. Vor der Welle. Das scheint bei dir aber schon kürzer zu sein. Was, sie haben es gerade so geschafft? Ja, bei mir schaffen sie es halt nicht. Also ich renne jetzt los und da ist die Nacht noch am Gange eigentlich. So, und ich aber am ersten Tor bin, ist schon morgen. Und das Haupthaus aufzurüsten kostet aber auch nochmal so extrem viel. Was hat man dann für einen Vorteil? Dann kannst du die Schmiede bauen und hast bessere Ritter und kriegst eben die Bombe. Ach so, okay. Oh, jetzt ist hier gar keiner. Doch, hier sind 2.
Gut, ich habe zwei Rekruten wieder einen Auftrag gegeben. Die latschen jetzt gerade zurück. Die besseren Ritter, also die werden dann automatisch abgegradet oder die muss ich auch nochmal bezahlen? Musst du, ja, musst du den. Also bei den Rittern war es so ein Schwert, was man bauen musste. Bei den Samurai, keine Ahnung. Hm. Ja, wird ähnlich sein, vielleicht so ein besseres Samurai-Schwert oder irgendwas. Ein Schild wird es nicht sein, Samurai kämpfen ja eigentlich nicht mit Schilden. Naja, die hatten so, Rüstung hatten sie, ne? Im Augenblick haben sie ja nichts, ne? Ihren Bademantel und da so ein, stimmt, ein Gürtel. Vielleicht kriegen die eine Rüstung. So wie wir selbst. Weißt du, wir haben ja auf dem Pferd ja so eine Ritterrüstung. Naja. Bademantel. Ja gar nicht. Wo sind denn die ganzen verschissenen Bogenschützen? Warum sind sie alle bei dir auf der Seite? Weiß auch nicht. Vielleicht finden sie mich einfach sympathischer. Mhm. Weil alle Bögen, die es hier gab, sind auf jeden Fall weg. Ich gebe jetzt nochmal zwei in Auftrag, für mehr reicht es bei mir nicht. Ich glaube, zur Nacht werden die neu aufgeteilt, dann kommen die rüber. Weil zumindest die Türme sind jetzt wieder voll besetzt bei mir. Ich weiß nicht, ob der Samurai seine Gefolgschaft nochmal wieder auffüllt, wenn da welche fehlen. Ja. So, ich laufe den mal ein Stück entgegen. Aber ich sehe, oh, da sind sie beide. Jetzt rennen sie, aber werden beide wieder überrannt. Okay, die schaffen das also auf meiner Seite definitiv nicht. Das war vorhin also einfach nur Glück, dass die das geschafft haben. Expandiert. Ist halt blöd, wenn du immer 4 Goldmünzen einplanen musst statt 2, ne? Ja. Das macht's schon auf Dauer ganz schön teuer, aber nützt ja nichts.